Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am 5. Oktober abends, der Sabbat ist angebrochen und euch allen, falls ihr das am Sabbat schaut, auch einen schönen Sabbat gewünscht. Habe ich mich eingefunden über Skype mit Bruder Michael aus Deutschland um die nächste Lesung. Das ist dann bereits die dritte Lesung aus dem zweiten Band von Theodor Griesinger über die Gesellschaft der Jesuiten vom und ihre Machtverhältnisse vom Beginn des Ordens bis 1866, wo er die Bücher geschrieben hat, euch den dritten Teil vorzulesen. Und ich hatte da mit Michael letztes Mal auch nach der letzten Lesung drüber gesprochen, dass, wie gesagt, im Augenblick dieses Buch mehr oder weniger einen Romancharakter beinahe hat. Ja, liest sich wie ein mittelalterlicher Heldenroman oder was auch immer. Es ist hier im Augenblick auf eine Art und Weise geschrieben, dass, wie gesagt, ich da gar nicht viel Kommentare mit reinbringen muss, und das geht auch noch ein paar Seiten so weiter. Nur ich weiß, dass um die Seite 100 gegen zum Ende des Kapitels hin, wo ich bin, da wird es schon ein wenig interessanter im Vergleich zu der Bibel. Also, dass man wieder irgendwelche Bibelzitate oder sowas auch mit anführen kann und Erklärungen mit anbringen kann. Nur, ich finde das Buch von dem Griesinger eigentlich auf eine sehr, sehr gute Art und Weise geschrieben, und er bringt es auf eine Art und Weise, die auch nicht so trocken ist. Das finde ich persönlich mal sehr schön. Weil Geschichte kann ja auch sehr langweilig sein, kann sehr trocken sein. Und Theodor Griesinger bringt das auf eine sehr, ich sag mal jetzt beinahe unterhaltende Art und Weise. Man darf aber niemals die Ernstheit dieser Sache vergessen. Man muss sich immer daran erinnern, dass wir mit den Jesuiten über diejenigen sprechen, die die Welt beherrschen, in dem Sinne, dass sie die Kaufleute dieser Erde sind, in dem Sinne, dass sie die ganze Weltwirtschaft unter ihren Fittichen haben, dass der Antichrist derjenige ist, der die Welt regiert. Es gibt keine zukünftigen Antichristen. Der Antichrist ist das römische Papsttum, und das ist seit über 1500 Jahren bei uns. Und wenn man sich dann mal zum Beispiel über die Kaufleute, wenn wir lesen, warum die Sozietät Jesus so viel Reichtümer angehäuft hat, dann ist das ja nicht nur Reichtümer, die sie für ihre Gesellschaft angereichert hat, dann ist das ja auch für die römisch-katholische Kirche im Allgemeinen, aber eben auch für sie selber. Kaufleute brauchen Geld. Und wenn wir mal eben in Offenbarung 17 gehen, da steht geschrieben in Vers 11, und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Ware von Gold und Silber und Edelsteinen und Perlen und feiner Leinwand und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei Thujaholz und allerlei Elfenbeingeräte und allerlei Geräte aus wertvollstem Holz und aus Erz und Eisen und Marmor und Zimt und Räucherwerk und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen der Menschen. Und die Früchte, nach denen deine Seele begehrte, sind dir entschwunden, und aller Glanze und Flitter ist dir entschwunden, und du wirst sie niemals mehr finden. Die Verkäufer dieser Waren, die von ihr reich geworden sind, wurden aus Furcht vor ihrer Qual von Ferne stehen. Sie werden weinen und staunen und werden sagen: Wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit feiner Leinwand und Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Das ist Rom, von dem wir hier sprechen. Ja? Und im Vers 23 lesen wir weiter in Offenbarung 18: Das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen, und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Die Völker wurden trunken von dem Wein der Unzucht, von dem eben auch die Herrscher beeinflusst waren, die ja mit der Hure Babylon unter einer Decke stecken. Ne? Mit der, die, wie es so schön heißt, in Kapitel 17, Vers 2, ne? Ich werde dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben, und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Was heißt denn das? Wir sind da trunken von geworden. Dumm. Genauso wie man ist, wenn man betrunken ist, betrunken von Alkohol, dann ist man nicht mehr sich selber. Dann ist man
nicht mehr aufnahmefähig, nicht mehr verständig. Und genau das ist die Welt, in der wir heute leben. Und um diesen Hintergrund zu beleuchten, lesen wir dieses Buch von Griesinger. Und es ist sein eigener Stil, das so zu schreiben auf die Art und Weise. Und ich habe da kein Problem mit, aber man muss es immer unter dem Hintergrund sehen, was ich gerade eben vorgelesen habe aus der Bibel. Der Antichrist, das Papsttum mit all seinen Helfern und Helferlein sorgt dafür, dass jeder Mensch hier auf Erde im Grunde unglücklich lebt. Und wie sorgt er dafür? Durch die Betrügereien des Jesuitenordens. Und diesen Betrügereien des Jesuitenordens werden wir uns gleich in der dritten Lesung nochmal widmen. Aber vorher möchte ich natürlich gerne Bruder Michael willkommen heißen, auch wenn ich jetzt schon ein paar Minuten Einleitung gesprochen habe. Herzlich willkommen, Michael, und ebenfalls dir auch nochmal einen schönen Sabbat heute. Ja, hallo Jörg, hallo liebe Zuhörer und Zuschauer des Kanals Jogglers War and Disinfo. Heute Abend mit der dritten Folge von Griesinger 2, unser Tatsachenroman sozusagen. Und ihr fiel eben ein zu den Kaufleuten, dass Alkohol ja nicht nur trunken und dumm macht, sondern auch noch abhängig und dass ja auch eine Sucht ist. Und da gibt es ja auch Leute, die kriegen einfach zu Deutsch den Hals nicht voll. Und deswegen gibt es halt einfach Reiche und noch Reichere und Leute, die nie zufrieden sind. Also zu Deutsch, irgendwie hat mal irgendjemand herausgefunden, dass egal wie reich man ist, man doch nicht zufrieden wird. Also sollte man doch einfach die Schätze im Himmel sammeln. Oder zumindest hat mein Papa immer gesagt, Wissen ist Macht. Und deswegen versuchen wir heute Abend vielleicht mal ein bisschen mehr Wissen zu bekommen. Und mir fiel auch bei der Einleitung mit dem Sabbat ein, dass ich auch einen schönen Sabbat wünsche. Und mir ist gar nicht bewusst, ob ihr wisst und ob Jörg weiß, dass es hier zumindest bei meinen Großeltern noch so einen Satz gab, jetzt ist Sabbat. Wo der so andeutet nach dem Motto, jetzt ist aber mal Schluss mit lustig. Und der fiel mir eben noch im Kontext ein und das möchte ich auch mal eben noch weitergeben, so aus so kleiner Schwank aus meiner Jugend, wo Oma und Opa so Plattdeutsch geredet haben und ich dann auch solche Sachen aufgeschnappt habe, ohne zu wissen, um deren Bedeutung. Aber darum geht es ja heute Abend auch hier. Das war aber eine schöne Anekdote mit jetzt ist aber Sabbat. Das finde ich schön, dass du das aufgeschnappt hast. Kanntest du das? Nein. Nee, das kannte ich nicht. Deswegen finde ich das ja schön, dass du das aufgeschnappt hast und uns jetzt hier erzählst. Das fiel mir eben ein, so das Verfassen der Gedanken beim Reden, ne? So dieses von Rilke. Ja, nach dem Motto, jetzt ist aber Schluss, ne? Ende Gelände, wie sie heutzutage sagen. Jetzt ist Sabbat hier, ja, genau. Jetzt ist aber Sabbat. Ja, finde ich schön. Finde ich gut gefunden. Okay, gut, dann widmen wir uns mal dem Buch. Wir haben ja letztes Mal eine ganze Reihe gelesen und sind gekommen bis auf Seite 31 in dem PDF. Ich gehe auch nicht weiter zurück, nur mal ein hier den letzten Satz, weil der Griesinger damit einleitet, wo wir jetzt dann heute weiterlesen. Ich habe es ein kleines bisschen kleiner gemacht, auf 175 statt 200%. Dann verschieben sich die Seiten nicht mehr so, aber muss ich auch sehen, dass ich das immer gut lesen kann. Ich bin nicht blind, nein, ich habe gute Augen. Mein Augenarzt sagt sogar, ich habe den Goethe-Blick. Aber mit diesem Funzel Licht, man kriegt ja keine ordentlichen Glühbirnen mehr gekauft hier in diesem Land, ist das schlecht, selbst am Computerschirm zu lesen und meine Augen sind halt auch schon ein paar Jahre alt und je älter sie werden, naja, es lässt halt hier und da ein wenig nach. Also ich versuche es heute auf 175% zu lesen, anstatt auf 200% wie gestern. Also, Griesinger schreibt in seinem Buch, in dem letzten Satz, bevor wir in Brüssel weiterfahren: Doch darf ich bei dieser Gelegenheit auch nicht verschweigen, dass Ihnen manche Beute durch die Übergröße Ihres Eifers entging, zum besten Beweise, dass es in allen Dingen klüger ist, Maß zu halten, denn Übermaß. Und ich erlaube mir auch dies durch ein paar Beispiele zu erhärten. Und diese Beispiele lesen wir jetzt. In Brüssel lebte zu Anfang des 17. Jahrhunderts ein reiches Geschwisterpaar, ein Bruder und eine Schwester. Ganz gemütlich und in bester Eintracht miteinander, obwohl die Schwester ein wenig stark andächtelte, während der Bruder in religiösen Dingen ziemlich freisinnige Ansichten hegte. Ja, andächtelte fand ich ein interessantes Wort. Ich konnte mir zwar denken, was es heißt, aber ich denke, eine kleine Erklärung ist da mal angebracht. Andächteln ist eine untergeordnete, ungeordnete oder überspannte Neigung zur Religion und ihren Übungen äußern. Der andächtelnde Ton mancher Scheinheiligen auch, daher die Andächtelei und von einzelnen solchen Handlungen auch im Plural, Andächtler oder Andächtlerin, also sie war eine Andächtlerin dann hier in diesem Fall. Also sehr religiös
beschäftigt, während ihr Bruder sich sagt, das interessiert mich weniger. Das kennen wir ja aus der heutigen Welt, so sind ja ungefähr 99% der Menschen. Nun, sie waren beide nicht mehr gar jung und vom Heiraten konnte weder bei dem einen noch von dem anderen Rede sein. Dagegen fehlte es ihnen keineswegs an anderen Lebensgenüssen und insbesondere gewährte es dem Bruder Vergnügen, sich alle paar Jahre ein oder zwei Monate lang in fremde Länder und Städte anzusehen. Einesmals nun tat der Letztere auch wieder eine solche Reise an. Und da er längere Zeit auszubleiben gedachte, so machte er zuvor sein Testament, in welchem er seine Schwester zur Universalerbin einsetzte. Da musste ich an das Wort katholische Erben denken. Oh, das würde dann ja passen hier für die Jesuiten, ne? Da kommt mir so eine Spielshow von Wim Tölke mit der Pyramide oder so in den Kopf, so Risiko. Ja. Alles, was mit Universalerbe zu tun hat, da kommt dann direkt schon der Begriff katholisch in den Kopf. Ja, das ist leider so, ja. Na jedenfalls sagt der Autor weiterhin, dass keines jedoch dachte ernstlich ans Sterben. Also weder er noch seine Schwester, sondern es war nur, wie man zu sagen pflegt, auf alle Fälle. Nun geschah es aber, dass der Bruder weit länger ausblieb, als er sich vorgenommen hatte. Und da er während dieser ganzen Zeit auch nicht ein Wörtlein von sich hören ließ, so fing die Schwester doch an, Schlimmes zu ahnen. In dieser ihrer schlimmen Ahnung bestärkte sie noch ihr Beichtiger, ein ehrwürdiger Pater der Sozietät Jesu, welcher den Tod des Bruders schon als gewiss annahm und hierauf gar freudige Hoffnungen baute. Doch versprach er ihr durch seine Ordensbrüder, die ja in der ganzen Welt ihre Wohnsitze hätten, genaue Erkundigungen einziehen zu lassen, damit sie nicht lange mehr in der Ungewissheit sich verzehre, und sie unterrichtete ihn deshalb in allem, was sie über Ziel und Zweck die Gesellschaft in den verschiedenen Städten wusste. Nun traf es sich, dass sie kurz darauf selbst erkrankte. Und der Jesuit drang sofort aufs Angelegentlichste in sie, zugunsten seines Ordens ein Testament zu machen. Sie weigerte sich lange, weil ihr Bruder, dem sie versprochen hätte, ihn im Falle ihres Todes als Erben einzusetzen, möglicherweise doch noch am Leben sein könne. Da brachte der Beichtvater plötzlich ein Dokument, ausgefertigt vom Rektor und Koadjutor eines fernen Jesuitenkollegiums. Und in dem Dokument stand schwarz auf weiß, dass der Bruder der Kranken an dem und dem Tage an der und der Krankheit daselbst verstorben sei. Nun natürlich konnte an dem Tode desselben nicht mehr gezweifelt werden und der Jesuit drang infolgedessen mit seiner Testierungsforderung durch, also Forderung, Testament zu machen zugunsten der Sozietät Jesu. Ja, die fromme Andächtige vermachte dem Orden nicht bloß ihr eigenes Vermögen, sondern auch das ihres Bruders, auf das sie testamentarische Ansprüche hatte. Und wer war jetzt froher als die gute Sozietät Jesu? Allein sie da. Plötzlich erholte sich die bereits für verloren erachtete wieder und, was noch weit schlimmer war, zur gleichen Zeit kehrte der totgeglaubte Bruder heil und gesund zurück. Er hatte allerdings eine schwere Krankheit durchgemacht, allein in einer ganz anderen Stadt, als wo ihn die Söhne Loyolas hatten sterben lassen. Und es lag also klar am Tage, dass das vorgezeigte Dokument eine niederträchtige Erfindung und eine Lüge gewesen sei. Somit erhielt der jesuitische Beichtvater auf der Stelle seinen Abschied und überdem machte die Schwester ein neues Testament, in welchem das frühere total umgestoßen wurde, so dass also die Jesuiten für diesmal das Nachsehen hatten. Ja, wer den Mund nicht voll kriegt, der erstickt daran, ne? Könnte man sagen. Eine noch andere lustige Geschichte fährt der Autor fort und wie gesagt, deswegen habe ich das in der Einweisung ja auch mal kurz gesagt. Es geht hier schon um eine ernste, den meisten selbst unbekannte Themen, der militärischen Gesellschaft des Antichristen. Das sollte man bei allem zwischen Anführungszeichen Humor, den der Autor hier an den Tag legt, niemals vergessen.
Wir sind hier mit sehr seriöser Geschichtsaufarbeitung beschäftigt. Aber Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Also, fangen wir mal an, ein wenig darüber zu lachen, was teilweise ja auch, ehrlich gesagt, Lachen ist über die Dummheit und Einfältigkeit der Menschen, die sich so betrügen lassen. Wo Adam Weishaupt ja damals schon gesagt hat, oh, einfältiger Mensch, was kann man dich nicht alles glauben machen? Und davon werden wir jetzt noch ein paar Beispiele zum Ende dieses Kapitels sehen. Also, eine andere, noch lustigere Geschichte, laut welcher die Söhne Loyolas um ein bereits ganz sicher geglaubtes Erbe getäuscht wurden, spielt zu Metz, und zwar in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Dort hatten die Jesuiten einen sehr reichen Mann, als derselbe zu sterben kam, überredet, dass seine Seele nur dann einer 10.000-jährigen Fegefeuerqual entgehen könnte, wenn sie 10.000 Seelenmessen für ihn läsen. Das ist 10 Jahre lang je 1.000. Und der Sterbende glaubte dies nicht nur, sondern wies auch in seinem Testamente seine Söhne an, jede der gelesenen Messen mit 10 Goldtalern zu bezahlen, so dass diese 10 Jahre lang jährlich eine Ausgabe von 10.000 Goldtalern gehabt hätten. Das schien nun den Erben eine sehr teure Fegefeuererlösung zu sein. Und sie besprachen sich deshalb mit ihrem Advokaten, einem überaus klugen Mann, ob denn da nicht auf irgendeine Manier zu helfen wäre. Das Testament war jedoch vollkommen rechtsgültig abgefasst und ließ sich durchaus nicht anfechten. Soweit schien nichts zu machen zu sein, und bereits wollten sie sich in ihr Schicksal fügen, da fiel dem Advokaten ein pfiffiges Auskunftsmittel ein. Wie, dachte er, wenn wir vom Papste ein Attest beibrächten, dass des Erblassers Seele bereits vom Fegefeuer erlöst sei. Um ein ordentlich Stück Geld sollte ein solches Attest leicht zu erhalten sein, und dann bedarf's keiner Seelenmessen mehr, um die Seele des Toten zu erlösen. Fallen aber diese weg, so füllt auch die Verpflichtung zu ihrer Bezahlung weg, und ich will dann schon dafür sorgen, dass die Söhne Loyolas zum Schaden noch den Spott haben. So kalkulierte der Rechtsverständige, und wie er mit seinem Kalkül fertig war, setzte er sich mit einem Minoritenbruder, einem durchtriebenen Gesellen von einem Mönche, in nähere Verbindung. Minoritenbruder habe ich dann auch mal nachgeschaut, um was für eine Person geht es hier. Ein Minorit ist ein Angehöriger eines 1517 von den Franziskanern abgetrennten Ordens. Die Minoriten erteilten bereits im Hochmittelalter Rechtsunterricht an Ordensschulen, also beinahe ein Konfrator des Advokaten, ne? Der halt sich hier der geistlichen Welt gewidmet hat. Okay? Dieser aber, welche die Jesuiten während ihrer Anmaßung ohnehin spinnefeind war, übernahm den Auftrag mit größter Freude und reiste mit Geld und Empfehlungen wohlversehen in schnellster Eile nach Rom ab. Natürlich jedoch gab er öffentlich einen ganz anderen Grund für diese seine Reise an, und auch die anderen Betheiligen schwiegen über das Vorhaben mäuschenstille, damit die Söhne Loyolas nicht zum Voraus aufmerksam würden und die Sache hintertrieben. Der Minorit kam wohlbehalten in Rom an, und da er, wie schon gesagt, seine tüchtige Portion Verstand besaß, so wandte er sich gleich an die rechte Schmiede und schlug sofort für weniger als 1.000 Taler das Testimonium, dessen er begehrte, heraus. Sobald er dieses in der Tasche hatte, eilte er, ja, das kann ich nicht gut lesen hier, eilte er, ich sag mal, vergnügt, ne, nach Metz zurück und händigte dasselbe den Erben ein, welche ihn reichlich dafür lohnten. Nun, inzwischen waren die Söhne Loyolas nicht müßig gewesen, Seelenmessen für den Verstorbenen zu lesen, und nachdem das erste Vierteljahr vorüber, gaben sie ihre erste Rechnung für 250 Messen mit 2.500 Talern ein. Doch wie stutzten sie nun nicht, als ihnen sofort ganz ernsthaft erwidert ward, die Seele des Erblassers sei bereits aus dem Fegefeuer erlöst, und da es also keinen Sinn hätte, für sie Messen zu lesen, so müsse das Geld verweigert werden. »Das ist ja eine ganz tolle Antwort, die nach dem Narrenhause schmeckt«, riefen die Jesuiten den Erben zu. Allein
diese blieben dabei stehen. Die Söhne Loyolas mochten ihnen entgegnen, was sie wollten. Und der Advokat erklärte sogar, er sei bereit, den Beweis der Wahrheit anzutreten. Natürlich kam es nun zum Prozess, und die Jesuiten wiesen in der vollen Überzeugung, dass sie ihn gewinnen müssten, einfach auf den betreffenden Passus des Testamentes hin. Wie aber der Rechtsgelehrte das Testimonium des Heiligen Stuhls aus der Tasche zog und dem Gerichte vorlegte, da verschwand alle Heiterkeit aus ihrem Gesichte, und sie gaben zu, überlistet zu sein. Somit verzichteten sie auf jedes weitere Prozessieren und zugleich auch auf alle Geldansprüche. Auf den Advokaten dagegen, welcher das kluge Mittel ausgefunden, und auf den Minoritenmönch, der den Mittler gemacht, warfen sie einen so unversöhnlichen Hass, dass sie nicht ruhten, bis beide die Stadt verließen, um nie mehr in dieselbe zurückzukehren. Eine noch unangenehmere Erbschaftsaffäre passierte den Söhnen Loyolas in Neapel, zu der Zeit, als der Herzog von Osuma, das liegt bei Palermo, als Vizekönig regierte. Ein sehr reicher Kaufmann daselbst hatte ihnen nämlich sein ganzes Bistum vermacht, unter dem Geding, also unter der Bedingung, dass sein einziger Sohn, der bei seinem Tode noch sehr jung war, in ihren Orden trete. Wollte derselbe aber, wenn man ihn in seinen 18. Jahre hierüber befrage, in der Welt bleiben und kein Jesuite werden, so sollten sie gehalten sein, ihm das väterliche Vermögen, das sich auf mehr als 100.000 Dukaten belief, hinauszubezahlen. Und sie dürften nur das behalten, was sie als einen Ersatz für die auf ihn verwendeten Erziehungskosten in Anspruch nehmen zu dürfen, für christlich und billig erachten würden. Na, was glaubt ihr denn, was die Jesuiten als christlich und billig erachten, wenn es um die Summe von 100.000 Dukaten geht? Ha? Das war ein sehr unbestimmter Passus. Leider. Aus dem man zur Not machen konnte, was man wollte. Und die Jesuiten nahmen sich auch alsbald vor, ihn jedenfalls zu ihren Gunsten auszunutzen. Darum, als nun der junge Mensch in seinem 18. Jahr erklärte, dass er ein Laie zu bleiben gesonnen sei, gaben sie sich keine besondere Mühe, ihn zurückzuhalten, sondern ließen ihn vielmehr auffallenderweise ganz ohne Schwierigkeit ziehen. Wie er aber dann sein Vermögen haben wollte, meinten sie, es wäre fast mehr als zu viel, wenn sie ihm 10.000 Dukaten zurückgäben, denn in der Voraussetzung, er werde bei ihnen bleiben, hätten sie bereits alles zu milden Zwecken verausgabt. Damit erklärte sich jedoch der Jüngling durchaus nicht einverstanden und stellte umgekehrt eine Forderung von 80.000 Dukaten, indem es gewiss mehr als genug sei, wenn er deren 20.000 für seine Erziehung fahren ließe. So stritten sich denn die beiden Partien aufs Lebhafteste herum, und insbesondere zeigten die Jesuiten auch nicht die mindeste Lust, selbst nur ein Jota nachzugeben. Da wandte sich, um der Sache ein schnelles Ende zu machen, der Jüngling auf Anraten seiner Freunde an den Vizekönig, den Herzog von Osuna, und dieser ließ sofort den Kläger wie die Beklagten vor sich kommen, jenen fragend, wie weit er in seiner Forderung gehe, und diese, wie weit sie freiwillig zu geben gesonnen sein. Jener erklärte, zur Not auch mit 70.000 Dukaten vorlieb nehmen zu wollen. Diese aber beharrten mit Halsstarrigkeit darauf, ja, welches ist das halsstarrige Volk in der Bibel im Alten Testament? Niemals gut, ne? Dass sie nicht mehr als 10.000 zahlen könnten. Nun gut, sagte jetzt der Vizekönig zu den Söhnen Loyolas, ihr könnt ansprechen, was ihr für billig und christlich erachtet. Ich frage euch also, ist es ein christlicher Grundsatz, wenn man dem Nächsten tun sollte, was man sich selbst getan wünscht? So lehrt die Heilige Schrift, erwiderten die Jünger Ignatio. Also, entschied der Vizekönig, handelt auch danach. Das heißt, ihr gebt dem Jüngling die 90.000 Dukaten, welche ihr für euch selbst haben wolltet, und nehmt die 10.000, welche ihr herauszugeben bereit waret. Bei diesem Urteilsspruch blieb es, trotz aller Machinationen der Söhne Loyolas, und jeder Mann pries den Herzog, sowohl wegen der salomonischen Weisheit als auch wegen des charakterfesten Benehmens, das er hierbei an den Tag legte. Einige Male also kamen die Söhne Loyolas schlecht weg. Im Allgemeinen aber
wussten sie, das, was ihnen testamentarisch versprochen war, ungemein festzuhalten, und die Welt würde staunen, wenn man die Summen, die sie sich durch Erbschleicherei erwarben, in allen ihren Spezialitäten aufs Papier brächte. Nun, da bleibt mir nur sozusagen, diese sind aufs Papier gebracht, man muss sich nur die Mühe machen, sie zu lesen. Die Vatikanarchive sind kilometerlange Gänge voll mit diesen und anderen Dokumenten. Und es kommt alles irgendwann ans Tageslicht. Und zwar dann, wenn unser Herr wiederkommt. Aber dies beschließt das erste Kapitel im vierten Buch des zweiten Bandes. Und wir fahren fort mit dem zweiten Kapitel, der Raub und Diebstahl an weltlich und geistlich. Aber bevor ich damit fortfahre, mal eben eine Frage an Michael, ob er zum Abschluss des eben gerade Gelesenen vielleicht noch einen Kommentar hätte. Nö, eigentlich nicht. Da hat mir eigentlich schon der Griesinger das Wort aus dem Mund genommen, weil ich bei dem Urteilsspruch des Herzogs auch direkt an Salomon denken musste, aber dann habe ich es direkt einen Satz später schon gelesen. Von daher, alles gut. Alles gut. Ich hätte da auch einen Kommentar von Salomon gebracht, ja, natürlich. Stimmt. Also, der Raub und Diebstahl an weltlich und geistlich. Eine Unmasse von Stoff liegt für dieses Kapitel vor. Und man sollte fast meinen, die Söhne Loyolas hätten sich mit nichts lieber beschäftigt, als mit dem Stehlen und Rauben. Kommt man ja doch durch solche Mittel weit schneller und leichter in den Besitz einer Sache, als durch ehrlichen Erwerb und durch den Fleiß seiner Hände. Warum hätten sie sich also derselben nicht bedienen sollen? Um übrigens dem Leser eine recht klare Einsicht in dieses schurkische Getriebe zu geben, werde ich mit dem Betrug im Kleinen beginnen, dann zum eigentlichen Diebstahl übergehen und endlich mit dem Raub im Großen den Schluss machen. Doch soll von allen diesen dreien Spezialitäten der Schurkerei nur das hauptsächlichste, das ist, nur so viel angeführt werden, als nötig ist, um ein richtiges Bild des Ordens Jesu zu geben, denn nur um dieses ist es mir zu tun, nicht aber um der Chronik skandalös in die Hände zu arbeiten. Das finde ich einen sehr wichtigen Satz, den der Griesinger hier sagt. Es geht hier nur darum, dass die Leute, die dieses jetzt in dieser Lesung hier verfolgen oder das Buch selber lesen, endlich mal begreifen, mit welchen Mitteln die Gesellschaft Jesu, die ein Orden der römisch-katholischen Kirche ist, vorgehen, auf welche Art und Weise sie vorgehen, um sich anzueignen, was ihnen nicht gehört. Naja, das sind natürlich alles Vorstufen des, ich sag mal, Kommunismus, ja. Die Politik des Antichristen in Caritas in Veritate, um dafür zu sorgen. Wenn ich den Menschen alles nehme, dann gibt es auch kein Eigentum mehr. Ist auch eine Art und Weise zu sagen, es gibt kein Eigentum mehr in dieser Gesellschaft, wenn jedem alles genommen ist. Ne? Jedenfalls finde ich das einen sehr guten Satz, wie der Griesinger das hier sagt. Es soll von allen diesen dreien Spezialitäten, also vom Betrug im Kleinen, dem eigentlichen Diebstahl und dem Raub im Großen, nur so viel angeführt werden, als nötig ist, um ein richtiges Bild des Ordens Jesu zu geben, dass wir endlich wissen, mit welchen Leuten wir es zu tun haben, die sich nach außen hin so scheinheilig und weiß und wunderbar und gut geben und in Wirklichkeit nur schwarz und dunkel und schlecht sind. Denn nur um dieses, sagt Griesinger, ist es ihm zu tun, nicht aber um die Chronik skandalös in die Hände zu arbeiten. Ein durchaus allgemein eingeführter Brauch bei den Söhnen Loyolas war es, und ich gehe eigentlich davon aus, dass das heute immer noch so ist, aber die Mittel sind verändert, mit denen sie das tun, sich von reichen Eltern, welche die Aufnahme eines Sohnes ins Noviziat ihres Ordens wünschten, eine Schenkung zu erbitten, und zwar eine Schenkung, welche dem Vermögen entspreche, was der Junge dereinstens zu erben berechtigt wäre. Nun, schaut, die Leute denken heutzutage, in unserer Gesellschaft, in der wir im 21. Jahrhundert leben, wenn sie ihre Kinder auf die besten Schulen bringen, dann ermöglichen sie ihren Kindern eine gute Ausbildung und einen guten Start ins Leben. Das heißt, die Eltern handeln mit den besten Absichten. Und die besten Ausbilder in dieser Welt sind nun mal
über das, was das gnostische Wissen angeht, das sind nun mal die Jesuiten. Das will ich ihnen gar nicht nehmen. Das Problem ist nur, alles, worin die Jesuiten ausbilden, hat nichts mit dem Gott der Bibel zu tun, hat mit der Bibel schon mal gar nichts zu tun und ist von daher verwerflich. Aber die Leute handelten damals, in den Fällen, die wir jetzt von Griesinger gleich lesen werden, aber auch heute noch im 21. Jahrhundert, auf eine Art und Weise, sie sagen von, ach, ich liebe meine Tochter so, ich liebe meinen Sohn so und der soll die beste Schulbildung halten und zur Not geht er aufs Internat oder zur Not geht er auf die und die Universität und noch ein Austauschjahr hier und noch eine Reise da und so weiter und so weiter und so weiter. Und die Leute begreifen überhaupt nicht, wie sie damit dem Antichristen in die Hände spielen. Das war damals so und das war heute so. Natürlich sagen die Jesuiten von gut, wenn wir die ausbilden, die Kinder, dann wollen wir natürlich auch sehen, dass wir da Geld von haben. Auf die Art und Weise, wie sie sich das Geld besorgen, das war in den Fällen, von denen wir jetzt lesen werden, anders als das heute ist. Da ändern sich die Jesuiten im Laufe der Zeit auch. Aber der Punkt ist immer noch derselbe. Die Jesuiten stellen die Ausbildungsinstitutionen, die Kinder werden dahin geschickt und werden vom antichristischen Lernen gegen das Lernen der gnostischen Medici-Lehrmethode von der Bibel weggebracht und in der Welt des Antichristen im antichristlichen Geist erzogen und ausgebildet. Damals und heute. Das ist eine Parallele, die ich doch mal eben wichtig finde, zu ziehen hierzu. Da hätte ich einen Kommentar zu. Ich wollte gerade sagen, du hast da auch sicher was zu sagen, ne, Michael? Ja, da kommt mir gerade was hoch. Ich hab, vor 10 Jahren habe ich mal ein Klassentreffen organisiert mit unseren Schülern der Grundschule. Und ich war nun mal halt auch in dem zweifelhaften Vergnügen zugange, in einer katholischen Grundschule großgezogen zu werden. Und danach hatten sich die Wege getrennt und ich habe also einen guten Freund von damals wieder getroffen, der heute erfolgreicher Geschäftsmann ist. Soweit so gut. Seine Eltern haben ihn dann im 5. Schuljahr auf ein Privatinternat geschickt, weit weg von zu Hause. Und ich habe da mal gerade, währenddessen du da gesprochen hast, fiel es mir ein, mal gegoogelt. Und dieses Internat, ich nenne jetzt nicht Raus und Reiter, aber dieses Internat ist ein staatlich anerkanntes bischöfliches Gymnasium für katholische Mädchen und Jungen. Und er hat mir auf dem Klassentreffen vor 10 Jahren selber erzählt, er wäre froh, als er auf diesem Internat nicht mehr da gewesen, nicht mehr da abgehen konnte. Denn der Religionslehrer hätte da damals von ihm verlangt, dass er sein Gesäß entblößt hat und hätte ihn dann halt quasi darauf Stockhiebe gegeben. Also wir reden von 1976, wir reden nicht von 1850. Mhm. Ja, und das ist für die meisten Leute da draußen und für viele von euch völlig unvorstellbar. Aber das war ein Vier-Augen-Gespräch zwischen ihm und mir und er hätte nichts davon gehabt, mit solchen Sachen anzugeben oder irgendjemanden preiszugeben oder bloßzustellen. Ja, und da muss ich dich mal eben unterbrechen, Michael. Das ist nur das, was er dir erzählt. Das ist vielleicht auch nur das, was er erlebt hat. Aber was viele andere Kinder in solchen Institutionen erleben, das ist Missbrauch. Ja. Und zwar sexueller Kindesmissbrauch. Und das ist gar nicht so lange her. Ne? Ist also nicht so, als wenn man sagen könnte, ja, Mittelalter, dunkles Mittelalter. Nein, nein. Nein. Ich habe ja den Max auch gebeten, mir diese Sache zu übersetzen von den Nonnen, die da die Kinder misshandeln. Und da werde ich auch demnächst in Deutsch meine Arbeit von machen, wenn er mir das übersetzt hat. Und werde über den Kindesmissbrauch in der römisch-katholischen Kirche eine eigene neue Serie starten. Das wird auch einige Dinge ans Licht bringen. Aber finde ich sehr schön, dass du das hier mal aus eigenem Erlebnis auch mal hast. Hast du etwas erwähnen können, ja. Ja, ja, und auf dieselbe Schule ist also die Tochter eines guten Bekannten von oder guten Freundes von mir gegangen, die also diese Erfahrung nicht gemacht hat. Möglicherweise sind da einige Leute schon aussortiert gewesen, aber wie gesagt, dieses Erlebnis habe ich also aus erster Hand gehört. Naja, es gibt natürlich Leute, die laufen da durch und machen nichts Besonderes mit. Es gibt Leute, die laufen da durch und die machen was Besonderes mit und die erzählen es. Und dann gibt es auch Leute, die machen was Besonderes mit und die erzählen es eben nicht. Bei denen ist das so eingeschlossen, oftmals auch aus Schamgefühl, vor allen Dingen im späteren Bereich, dass sie darüber gar nicht mehr sprechen wollen. Verstehst du? Ja, und dass sie das oftmals verdrängen. Ne? Also wenn du jetzt mit der Frau da kommst, die da gewesen ist und sagst, da habe ich nichts von gehört, das will nicht heißen, dass die irgendwas Schlechtes erlebt hat. Ne? Das will nur heißen, dass die es nicht erzählt, aus welchem Grund auch immer, was man ja oftmals auch verstehen kann. Ja, also wie gesagt, de facto ist das so passiert, denn wir haben uns da nach 30 Jahren wieder getroffen und wir haben also Erfahrungen ausgetauscht und er hat gesagt, also nie mehr, ich würde seine Kinder auch niemals auf ein
eine Privatschule oder eine katholische Schule mehr schicken. Ja, da ist er leider eine der großen Ausnahmen. Die meisten Leute tun das doch, ne? Aber ja, dann ist man halt auch schadenklug geworden, ne? Tja, ja, okay. Das ist auch wunderbar für ihn und noch wunderbarer für seine Kinder. Naja, wenn er sie nicht auf so eine Schule schickt, dann schickt er sie noch auf andere katholische Schulen, ohne es zu begreifen. Das ist ja eigentlich das große Problem in unserer Gesellschaft. Alle Ausbildungsinstitute sind von Jesuiten kontrolliert. Ja, aber nicht das ganze nur die, Buch wo der Name draufsteht, weißt du? Schon, aber das ganze Buch von Griesinger, ob jetzt erster oder zweiter Band, handelt der letzten Endes von den Tricks. Und der große Trick, wie ich ja gestern schon gesagt habe, in der letzten Folge, ist ja dazu, dass die Leute halt einfach den Namen Jesu missbrauchen und viele Bibeleien dann einfach hingehen und denen halt gute Absichten unterstellen und im besten Wissen und Gewissen handeln, aber halt einfach eben genau dieses Wissen nicht haben. Und dieses Wissen versuchen wir zumindest durch die Buchlesung einigen Menschen nach zu vermitteln, dass die Leute eben keine guten Ziele haben, sondern im Endeffekt dann halt einfach auf der verkehrten Seite stehen, obwohl sie halt so einen Namen Société Jesu haben. Und da ist doch immer diese Schere, die da aufgeht. Die Leute beschäftigen sich damit und nicht damit und oberflächlich ist ja alles in Butter. Ja, ja, das stimmt. Gut, dann lesen wir mal weiter. Aber das fand ich einen wichtigen kleinen Ausflug, den wir uns mal eben hier geleistet haben. Und eine gute Erklärung auch mal aus dem Leben gegriffen von Michael hier, wo er eine gute Sache zu beigetragen hat. Ja, mich ärgert jetzt ein bisschen persönlich, wenn ich aber eben reinschmeißen darf, dass ich das nicht gebracht habe, als wir die Mauer des Schweigens besprochen haben. Das hätte da auch sehr gut reingepasst. Na gut, die Leute, die sich dieses Video angucken, können sich ja die Mauer des Schweigens angucken. Das ist ja ein paar Videos hier vorerst aufgenommen gewesen in derselben Abspielliste. Mhm. Das können die sich ja durchaus nochmal anschauen, ne? Die Videos sind in nach dem 35. Teil des ersten Bandes hochgeladen und in der Abspielliste des ersten Bandes hier von Griesinger mit drin. Also das kann man sich dann ja anschauen, wenn die Mauer des Schweigens bricht. Zwei Videos und sollte sich jeder angucken, wenn es um Kindesmissbrauch und römisch-katholische Kirche und so weiter geht, sollte man sich das anschauen, ja. Aber gut, dann fahren wir jetzt mal eben fort mit der Lesung von Griesingers Buch eben nochmal. Ein durchaus allgemein eingeführter Brauch bei den Söhnen Loyolas war es, sich von reichen Eltern, welche die Aufnahme eines Sohnes ins Noviziat ihres Ordens wünschten, eine Schenkung zu erbitten, und zwar eine Schenkung, welche dem Vermögen entspräche, das der Junge dereinstens zu erben berechtigt wäre. Man konnte also diese Schenkung als eine Art von Aussteuer oder noch besser als eine Vorempfangnahme des zukünftigen Erbes ansehen. Und eben hieraus leiteten die Söhne Loyolas ihr Recht, dieselbe zu verlangen, her. Überdem fügten sie hinzu, sei ja einer, der Mitglied ihrer Sozietät werde, für die Zeit seines Lebens versorgt, und dafür dürfe man schon ein Stück Geld opfern. Kurz, sie wussten, das offen vor der Welt ausgesprochene Statut, dass sie allen Unterricht und alle Erziehung gratis erteilten, ohne irgendeine Entschädigung dafür zu fordern, auf die besagte Weise recht klug zu umgehen, und die Summen, die sie sich hierdurch erwarben, waren sicherlich keine unbeträchtlichen. Doch darin lag nicht die Hauptsache, sondern vielmehr darin, dass sie sehr viele dieser Jünglinge nach kurzer Zeit als unbrauchbar wieder entließen, dagegen aber das Aussteuergeld als ihr Eigentum zurückbehielten. Ja, dass sie sogar nicht wenige von denen sie zum Voraus wussten, dass sie dieselben wegen ihrer Talentlosigkeit nicht würden gebrauchen können, aufnahmen und also offenbar nur allein deswegen aufnahmen, um sich des für ihre Aufnahme bezahlten Einstandes bemächtigen zu können. Der Belege für diese ihre betrügerische Handlungsweise ließen sich Hunderte und Aberhunderte anführen. Es genüge jedoch an einem einzigen, der sich dadurch auszeichnet, dass ein Vater das für einen Jungen ausgelegte Einstandsgeld durch ein höchst originelles Verfahren wieder zurückerhalten wusste. Ein sehr reicher, in der Nähe von Mailand ansässiger Schmied wollte der Ehre teilhaftig werden, einen seiner Söhne unter den Jesuiten zu sehen, und bot dem Rektor des Kollegiums in der genannten Hauptstadt die ziemlich bedeutende Barsumme von 2000 Dukaten, falls derselbe seinen Wünschen entspräche. Der Rektor lachte in seinem Innern, denn der Junge war zwar ein sehr starker, vierschrötiger Bengel, besaß dagegen einen solchen Querkopf, dass man nicht einmal einen gewöhnlichen Mönch,
viel weniger einen Jesuiten aus ihm zu schnitzen vermochte. Dessen ungeachtet sagte er mit Freuden zu, schob die 2000 Dukaten in die Tasche und steckte den Jungen ins Novizenhabit. Ein paar Wochen lang ging nun alles gut, und man behandelte den angehenden Sohn Loyolas auf eine Weise, dass derselbe es sich nicht besser hätte wünschen können. Nach Verfluss dieser Zeit aber zog man ihm das Gasthütlein herunter, und das Plagen, Schikanieren und Malträtieren überstieg bald alle Grenzen. Offenbar wollte man den Burschen so weit bringen, dass er dem Professhause, entfloh. Und dann hätten die Jesuiten ihre Hände in Unschuld gewaschen. Weil jedoch der arme Geplagte den Zorn seines Vaters fürchtend alles ohne Murren über sich ergehen ließ, ging den frommen Patribus endlich der Geduldsfaden aus, und sie jagten den Zögling ohne weiteres fort, indem sie ihm nicht mehr als 5 Taler zur Zehrung mit auf den Weg gaben. Man kann sich nun den Zorn des Schmieds denken, als sein Sohn wieder bei ihm ankam, und dieser hatte für den ersten Augenblick stark darunter zu leiden. Bald aber sah der Vater ein, dass die Söhne Loyolas alle Schuld treffe. Und er verlangte sofort nicht nur seine 2000 Dukaten zurück, sondern wurde sogar, als man ihm dieses Begehr rundweg abschlug, bei den Gerichten klagbar. Doch was nützte ihn die Klage? Die Söhne Loyolas verwiesen, dass der Schmied ihnen die 2000 Dukaten als eine Schenkung übergeben habe, und da man nicht gezwungen werden kann, Schenkungen zurückzuerstatten, so wurde der Kläger ab und zur Ruhe verwiesen. Auf gewöhnlichem Wege, rechtens, war also nichts zu bekommen. Allein nun verfiel der Schmied auf einen ungewöhnlichen Weg, und dieser führte ihn zum Ziele. Er ließ nämlich seinem Sohn ein förmliches Jesuitengewand verfertigen, und so angetan musste derselbe in der Schmiede arbeiten, die Pferde auf der Straße beschlagen und zu allen Kunden gehen, die seiner bedurften. Dies eigentümliche Schauspiel zog eine Menge vom Neugierigen herbei, denn jedermann wollte den Jesuitenzögling am Amboss sehen, und bald sprach man in der ganzen Umgegend von nichts als von dieser Sache. Man sprach aber nicht bloß davon, sondern man schimpfte oder spottete auch noch tüchtig dazu, und die Ehre der Söhne Loyolas fing an, bedeutend Not zu leiden. Sie klagten sofort wegen Prostituierung ihrer Ordenskleidung. Allein die Gerichte meinten, der Schmiedesjunge hätte ein Recht zu dem besagten Habit, da er tatsächlich unter die jesuitischen Novizen aufgenommen gewesen sei, und nun wurde des Schimpfens und Spottens noch mehr als zuvor. Kurz, es blieb den Söhnen Loyola schließlich nichts anderes übrig, als dem Schmied neben der Zurückstellung der 2000 Dukaten noch die besten Worte zu geben, dass er dem Spektakel ein Ende mache, und so kam dieser durch seinen originellen Einfall schnellstens zu seinem Ziele. Ein weiterer vorschriftsmäßiger Brauch bei den Söhnen Loyolas war es, von reichen Personen, welche sich dem Orden geneigt zeigten, für dieses oder jenes ihrer Kollegien oder Seminarien unter der Vorschützung großer Armut ein kleineres oder größeres Kapital nötigenfalls gegen einen verbrieften Schuldschein zu entlehnen und die Heimzahlung desselben so lange als möglich hinauszuschieben. Verfiel dann später der Gläubiger an eine Krankheit, die ihn dem Tode nahe brachte, so besuchte man ihn unablässig und drang so lange in ihn, bis er die Handschrift, die man ihm gegeben, auslieferte oder, was dasselbe ist, bis er aus dem Guthaben eine Schenkung machte. Auf diese Manier gewann die Sozietät Jesu viel Geld. Noch mehr aber damit, dass sie, wo es nur irgend ging, die bewussten Kapitalien entlehnte, ohne einen Schuldschein für dieselben auszustellen. Um dieses zu bewerkstelligen, gaben sich die Herren Patres das Ansehen der Ehrlichkeit und Redlichkeit selbst. Und kein Wunder, der Satan ist verwandelt in einen Diener des Lichts, nicht wahr? Sie stellten sich hin, als ob das Wort Trug ein mit ihrem Charakter förmlich kontradiktorisches sei. Und wie hätte nun eine fromme Seele, von der sie für einen heiligen Zweck Geld entlehnten, so niedrig denken, so niederträchtig handeln sollen, zur Sicherheit eine Handschrift zu verlangen?
Nein, das bloße Wort eines solch ausgezeichneten Mannes genügte vollkommen, und alles weitere wäre eine Beleidigung gegen die Religion selbst gewesen. Was taten nun aber die Söhne Loyolas, wenn es ihnen, was nur zu oft der Fall war, gelang, auf diese Weise in Schulden zu geraten? Hielten sie etwa ihr Wort und zahlten sie das Entlehnte ehrlich und redlich heim? Ei, Gott bewahre! Sondern unter 10 Malen leugneten sie 9 Male das Entlehnthaben ab und entledigten sich so ihrer Schulden durch einen Meineid. Gewiss, eine recht bequeme Art, um zu Gelde zu kommen, obwohl sie freilich neben dem Diebstahl feil hat. Allein nur Dummköpfe, sagten die Söhne Loyolas, besitzen ein so enges Gewissen, um vor einer solchen Kleinigkeit zurückzuschrecken. Natürlich übrigens kann es mir nicht gestattet sein, eine so starke Beschuldigung gegen die Sozietät Jesu zu erheben, ohne auch die nötigen Beweise bei Handen zu haben. Und somit lasse ich einige der letzteren, also Beweise, hier folgen. In der Stadt Orléans schenkte eine Mademoiselle Binet dem Mädchen, das sie seit vielen Jahren bedient hatte, auf ihrem Totenbette eine ziemlich große Summe in Louis d'Or, das sind also französische König Ludwigs Goldtaler, nebst einer sehr wertvollen Sammlung alter Goldmünzen, und zwar geschah dies in Gegenwart ihres Beichtvaters, des Paters Direktor. Der Letztere nun erbot sich sogleich, dem Mädchen gegenüber das Geld zu recht guten Zinsen anzulegen, sowie auch die alten Goldmünzen bei einem Liebhaber, den er kenne, vorteilhaft zu verwerten, und das Mädchen, herzlich froh über dieses Anerbieten, übergab ihm sofort ihren ganzen Schatz. Davon aber, dass der Pater einen Schein für das Empfangene ausgestellt hätte, war keine Rede, und ebenso wenig dachte das Mädchen daran, einen solchen zu verlangen. Denn es hätte sich Sünden gefürchtet, einem so ehrwürdigen Herrn als der Pater war, nicht das vollständige Vertrauen zu schenken. Einige Zeit nachher starb die Mademoiselle Binet, und da nun die Jungfer Alice, so hieß das Mädchen, sich in den Stand der Ehe begeben wollte, so fragte sie von ihrem Liebhaber dazu aufgefordert den Pater, wie viel er denn aus den Goldmünzen gelöst und wo er das sämtliche Geld angelegt habe. »Goldmünzen!« erwiderte der Pater. »Du täuscht dich, meine Tochter, es waren keine solche, sondern nur Kupferne von geringem Werte. Und was das übrige Geld anbelangt, so kannst du dies zusammen im Wert mit 1000 Francs jeden Tag erheben.« Die Jungfer war wie aus den Wolken gefallen, denn ihre verstorbene Herrin hatte ihr gesagt, dass der Wert zusammen über 20.000 Livres oder Franken betrage. Allein der Pater blieb bei seiner Behauptung und fuhr doch entrüstet auf, als der Liebhaber Alice sich mit den 1000 Francs nicht zufrieden geben wollte. Es wurde nun ein Advokat zu Rate gezogen und den Gerichten Anzeige gemacht. Doch die Jesuiten, welche sich insgesamt ihres Mitbruders annahmen, drehten sofort den Stiel um und klagten wegen großer Verleumdung. Somit mussten Alice und ihr Verlobter schließlich noch um Verzeihung bitten und öffentlich zugestehen, dass sie den Pater Direktor fälschlich einer Übervorteilung bezichtigt hätten. Etwas besser erging es dem Kapuziner Timotheus de la Flèche, dessen sich der Pater Letellier, der berüchtigte Beichtvater Königs Ludwigs XIV., in seinem Streite gegen die Jansenisten verschiedene Jahre lang als seines Agenten, Korrespondenten und Kuriers bediente. Ja, die Person Pater Letellier ist ganz interessant. Ich habe deswegen hier auch ein Bild vorbereitet und habe den in Wikipedia rausgesucht. Mal eben gucken hier, Michel Letellier, den haben wir hier. Wenn das Bild jetzt mal langsam kommt, bitte. Das ist auf einer Disk, die immer so leicht schläft, gespeichert. ich habe ja früher schon erzählt von dem Beichtvater von Ludwig dem 14., ja, Louis XIV., der Sonnenkönig in Frankreich. Das war de la Chaise. Aber als der de la Chaise gestorben war, hat Pater Letellier die Beichtfunktion für den König übernommen. Und dieser Pater Letellier, wie wir in Wikipedia nachlesen können,
war nach seinem Studium war er Professor und schließlich Leiter des renommierten Collège Louis le Grand in Paris. 1709, nach dem Tod von Pater Lachaise, ja, der vormaliger Beichtvater von Ludwig XIV., wurde er dessen Nachfolger als Beichtvater des Königs und als Provinzial seines Ordens. Nun, warum hacke ich hier nochmal kurz auf dem Lachaise herum? Weil der Lachaise der Beichtvater war, der den König, den Ludwig XIV., dazu getrieben hat, das Edikt von Nantes aufzukündigen und damit die Verfolgung der Hugenotten, der Protestanten in Frankreich wieder aufzunehmen. Und was das ist passiert nach natürlich der St. Bartholomäusnacht von 1572, das ist Ende des 17. Jahrhunderts passiert. 1685 wurde das Edikt von Nantes aufgehoben und 500.000 Hugenotten sind damals aus Frankreich geflohen und viel mehr sind noch gestorben. Ja? Nur, dass wir eben mal eben in der Geschichte sind, auch was der Pater de Tellier, der Nachfolger diesem Pater Lachaise ist, was der eben auch für ein Charakter ist. Also, nochmal den Satz jetzt. Etwas besser erging es dem Kapuziner Timotheus de la Flèche, dessen sich der Pater Le Tellier, der berüchtigte Beichtvater Königs Ludwigs XIV., in seinem Streite gegen die Jansenisten verschiedene Jahre lang als seines Agenten, Korrespondenten und Kuriers bediente. Nachdem der beklagte Kapuziner nämlich anno 1732 Bischof von Berite geworden war, verlangte er von den Jesuiten von Tours die Summe von 130.000 Livres zurück, die er ihnen zur Aufbewahrung übergeben hatte. Die Söhne Loyolas aber leugneten, je auch nur einen Sou von ihm erhalten zu haben, und den Gegenbeweis konnte er nicht liefern, weil er so töricht gewesen war, sich durch keinerlei Handschrift sicherzustellen. Er verlegte sich also aufs Bitten und bemütigte sich sogar bis zu Tränen. Allein die Herren Patres blieben unerweicht und erklärten ihm, sie würden ihn verklagen, wenn er sie noch länger belästige. Da machte er sich endlich in seiner Wut daran, alle die Intrigen und schlimmen Manövres aufzudecken, welche er auf Befehl des Beichtvaters Le Tellier ins Werk gesetzt hatte, und bereits war er im Begriff, die Partei der Jansenisten von allem in Kenntnis zu setzen, als Le Tellier sich noch zur rechten Zeit ins Mittel legte und seine Mitbrüder zum Einlenken bewog. Timotheus de la Flèche erhielt also sein Geld zurück, doch nicht auf einmal, sondern in 13 jährlichen Raten und überdem ohne Verzinsung, so dass den Herren Patribus noch immer ein einziger Profit blieb. Nun habe ich diese Geschichte noch mal ein wenig nachgeforscht. Und das Problem ist, wir sprechen hier von 1732, wie wir gerade eben in dem Text hier gelesen hatten. Ja? Hier, 1732. Und das ist also passiert, nachdem der Tellier starb, weil der ist 1719 bereits verstorben. Und ich habe deswegen nochmal weitergesucht und da gibt es noch ein zweites Buch und da ist genau das, was ich euch gerade eben vorgelesen habe, in fast demselben Wortlaut, also beinahe demselben Wortlaut, nochmal nachzulesen, jedoch ohne Tellier in diese Geschichte mit einzubinden, die ja hier 1732 passiert war. Also, ich mache mir auch die Arbeit von Griesinger hier und da mal ein wenig zu untersuchen und nachzuchecken, vor allen Dingen, weil das mit dem Lachaise mich hier interessierte. Und da bin ich halt auf den Disput gestoßen. Tellier starb 1719. Ja, wie können wir denn dann hier 1732, nachdem der Bischof von Berite gesprochen war, davon sprechen, dass er 30.000 zurückhaben wollte und dass sich der Tellier hier für ihn einsetzt? Da kann ja irgendetwas nicht stimmen. Aber wie gesagt, den anderen Link, den könnt ihr euch ja selbst anschauen. Der wird wohl in der Beschreibungsbox dieses Videos dabei sein. Und dann könnt ihr euch das selbst anschauen und könnt eure eigenen Forschungen über anstellen. Nun, zu Anfang des 18. Jahrhunderts fahren wir fort. Nur mal eben sehen, wie viel Zeit wir noch haben. Ja, noch ein paar Minuten. Zu Anfang des 18. Jahrhunderts spielten die Jesuiten in Lüttich, ja, das kennt ihr ja auch, ne? Das ist hier in Belgien jetzt, Liège, Lüttich, eine große Rolle. Und die meisten Witwen oder älteren ledigen Damen bedienten sich nur allein ihrer zu Beichtvätern. Zu diesen Damen gehörte nun auch Fräulein de Wiese, eine durch ihren Reichtum wie ihre Bigotterie gleich ausgezeichnete Jungfrau von sehr gesetztem Alter. Und diese hatte nicht nur dem jesuitischen Kollegium zu verschiedenen Zeiten größere Summen ohne Quittung geliehen, sondern namentlich auch im Jahr 1737, als sie sehr krank war,
ihrem Beichtiger, dem Pater Adrian Lontemberg, eine mit Goldstücken gefüllte Schatulle übergeben, damit er sie ihrem Neffen Devise, sobald derselbe nach ihrem Tode nach Lüttich gekommen sei, einhändige. Also aushändige, sagen wir heute. Einhändig damals, aushändigen heute. Lustiges Wortspiel, ne? Der Beichtvater, welcher noch überdies für seinen Orden ein sehr ansehnliches Legat erhielt, versprach sich hoch und heilig, und das gute alte Fräulein starb gleich darauf im festen Glauben, für ihren lieben Neffen aufs Beste gesorgt zu haben. Wie jedoch dieser ankam und sofort von dem Kollegium die angeliehenen Kapitalien sowie namentlich von dem Pater Lontemberg die anvertraute Goldschatulle, über beide Punkte war er zum Glück durch einen Brief, den ihm seine Tante durch ihr Kammermädchen schreiben ließ, in Kenntnis gesetzt worden, zurückverlangte, leugnete letztgenannter Pater in den stärksten Ausdrücken, je irgend nur eine Kleinigkeit von Fräulein Devise zu erhalten zu haben. Ja, er erklärte die Forderung des Neffen für eine schurkische Erfindung, die nur darauf berechnet sei, den Orden Jesu in Misskredit zu bringen. Denn so viel er wisse, und er sei doch mit seiner verstorbenen Beichtochter in sehr genauer Verbindung gestanden, so dass diese keine Geheimnisse vor ihm gehabt habe, wäre es ganz gegen den Sinn der Tante Devise gewesen, größere Summen zinslos in Barem hinzulegen, und eine mit Pistolen gefüllte Schatulle hätte nie und nimmer existiert. Ja, über die Pistolen, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, das habe ich mir später rausgesucht, das kommt ein Stück später nochmal vor, dann erkläre ich, was mit den Pistolen gemeint ist. Es geht hier um Goldpistolen, ja, das ist... werde ich euch dann erklären, wenn wir so weit sind. Das ist noch ein kleines Stückchen weiter in diesem Text, aber da werden wir gleich hinkommen, denke ich. Ganz in demselben Ton stimmten auch die übrigen im Lütticher Kollegium befindlichen Söhne Loyolas ein, und wenn sie auch nicht in Abrede zogen, hie und da kleine Beträge von der Verstorbenen erhalten zu haben, so leugneten sie doch die großen Summen, auf welche der Neffe Anspruch machte, mit breiter Stirne ab. Da stand nun der arme Devise, der geglaubt hatte, ein reiches Erbe eintun zu können, und wusste nicht, wo aus noch ein. Er hatte wohl den Brief des Kammermädchens, allein dieses selbst war über Nacht plötzlich aus der Stadt verschwunden, ohne dass jemand auch nur das Geringste ihrer dessen neuen Aufenthalt angeben, über dessen neuen Aufenthalt abgeben. Boah. Ohne dass jemand auch nur das Geringste über dessen neuen Aufenthalt angeben konnte. Wie wollte er also beweisen, dass der Brief Wahrheit enthalte? Ja, dass er nur echt sei. Es war eine verzweifelte Lage. Doch über Nacht kam guter Rat. Der Pater Golanvaux, nämlich welcher am Lütticher Kollegium die geheimen Register über die Einnahmen und Ausgaben führte, die geheimen Einnahmen oder Geheimregister, interessant, ja? Der diese führte, hatte einen Neffen. Andere behaupteten, es sei sogar sein Sohn gewesen, gegen welchen er eine außerordentliche Liebe hegte. Und dieser Neffe nun, welchem der Zutritt zu seinem Oheim stets offen stand, erbot sich dem Devise gegenüber gegen Geld und gute Worte unter der Hand als Abschrift der sämtlichen Einnahmen zu machen, die dem Jesuitenkollegium zugeflossen waren. Es geschah, und richtig fanden sich in diesem Geheimbuch nicht nur alle die Gelder verzeichnet, auf welche der Neffe Anspruch machte, sondern es stand auch darin, wie viel Pistolen die bewusste Schatulle enthalten habe. Nun wandte sich der junge Devise auf den Rat seines Advokaten an den eben anwesenden apostolischen Vikar und legte diesem alles Nähere vor, indem er zugleich erklärte, dass er gerne bereit sei, den Jesuiten den Skandal eines öffentlichen Prozesses zu ersparen, wenn dieselben ihm freiwillig sein Recht widerfahren ließen. Darauf ging der Vikar sogleich ein, und auf seinen Befehl mussten sofort der Pater Golenor die Originalregister vorlegen. Wie aber diese mit der Abschrift übereinstimmend gefunden wurden, da blieb natürlich den Söhnen Loyolas nichts übrig, als zu zahlen, was sie zu zahlen schuldig waren, und ihr Anschlag missglückte ihnen also für dieses Mal vollkommen. Tja, ich glaube, wir sind so gut bei einer Stunde angekommen, mit 59 Minuten. Das mit den Pistolen erkläre ich dann nächstes Mal, weil es ist bei einem anderen Fall, dass das da vorkommt. Ich kann mal eben hier runterscrollen.
und werde das sehen, wo das vorkommt. Ich habe mir da eine Notiz von gemacht, weil mich hat das auch nicht. Hier, vier Marave die Stücke. nee, das ist es nicht. Das ist was anderes, das ist eine andere Währung. Was kommt hier drin vor? Ich weiß es, ich habe die Notiz genommen. Aber es sind so viele Geschichten, die man darüber noch lesen kann. Es geht darum, dass diese Goldpistolen, das sind eine Art Goldstücke, die nur zu 895 Teilen aus Gold und zu 105 Teilen aus minderwertigem Metall bestehen. Und diese nennt man also Pistolen oder Goldpistolen. Aber da kommen wir später in dem Buch noch zu, weil ich weiß, ich habe mir da eine Note dafür genommen und habe das erklärt. Ich habe das dann nochmal nachgeforscht. Das hat mich nämlich intrigiert. Ja, wie mich so vieles intrigiert. Deswegen lese ich solche Bücher und ich kann nur jedem anraten, der diese Lesung verfolgt, selbst mal solche Bücher in die Hand zu nehmen und sich nicht ständig von diesem Antichristensystem ablenken zu lassen mit Apps auf dem Telefon und Computerspielen und Fernsehserien, Telenovas, wie man sie auch nennt, und Hollywood-Filmen und all dieser ganze Kram, der zur Ablenkung gemacht wird, der nur dafür da ist, um uns von der einzigen wahren Wahrheit abzulenken und wegzuziehen, nämlich vom Wort Gottes. Und nur in dem finden wir unser Heil hier auf dieser Erde. Ja? Die Jesuiten machen alle möglichen Anstalten, um uns von Gott wegzuziehen. Und wenn wir uns nicht bilden, dann ist der Punkt, den sie oftmals machen, dass Ignoranz ein Segen war, für sie zutreffend. Aber für uns ist Ignoranz kein Segen, sondern wir laufen dadurch in unser Verderben. Michael, du hast noch einen abschließenden Kommentar sicher? Ja, ich habe nämlich inzwischen noch eine sehr interessante, für mich zumindest sehr interessante Webseite gefunden, aha, um mal so ein bisschen mehr in diesen Mittelalter-Kontext reinzukommen. Diese Seite, die kannst du uns ja hier auch mitteilen, ne? Die kann ich dann hier auch aufmachen im Video, ne? Wenn du möchtest. Ja. Wenn du die in Skype klebst. Ja, wenn ich jetzt so technisch so fit wäre wie du, könnte ich das bestimmt machen. Einfach copy-paste den Link, mehr muss das nicht sein. Bestimmt teilen, ich guck mal, ob es geklappt hat. Das jetzt? Na, jetzt teilst du den Schirm. Das meinte ja. Ich nicht, aber das kannst du auch machen, das ist gut. Okay. Ich hab's jetzt hier in groß, ja. Die Seite heißt mittelalterrechner.de. Mhm. Da kann man beispielsweise eingeben, was so ein Dukaten, wenn er aus reinem Gold wäre, denn so wert gewesen war damals oder was er dann wert wäre heute. Aha. Wert wäre heute 70 Euro. Und das ist also dann schon eine ganze Menge Summe, für die man doch einiges kaufen könnte. Und das fand ich halt ganz interessant, wenn man das mal sieht, dass 100.000 Dukaten damals so ungefähr dann Pi mal Daumen 7 Millionen Kaufkraft wäre, sind das schon heftige Summen. Und so einen kleinen Gag hätte ich dann auch noch. Da gibt es noch einen anderen Rechner. Da kann man nämlich dann noch weiterschauen und schauen, was man dann seinen Tauschgeschäften hätte erreichen können. Und dann hätte man beispielsweise für einen Dukaten hätte man 29 Gänse, 8 Pfund Reis oder, Moment, geht noch weiter unten, wird noch interessant, 81 Schäferstündchen mit einer Dirne und zu 2 Gramm ja. Silber, ja. Ja, genau. Ja. Und so weiter und so fort bekommen. Und das ist halt schon ganz interessant, um mal so ein bisschen auch besser so die Zeit zu beleuchten. Ich weiß jetzt nicht, wie genau dieser Rechner ist und es hat sicherlich jetzt auch mit dem Jahrhundert und dem Ort und Raum und Zeit zu tun, aber dennoch durchaus mal interessant. Wir haben ja in der Lesung von Griesinger 1 mal beleuchtet, dass so eine normale Hilfskraft 2 Jahre hätte schuften müssen, um überhaupt eine Bibel sich leisten zu können. Im 16. Und, Jahrhundert, ja. Ja, genau. Und das gibt dann schon mal so ein bisschen mehr Gefühl, ne? Dass dann so mal so 10.000 Dukaten in der Richtung ja schon eine Dreiviertelmillion wäre. Ne? Dreiviertelmillion Euro. Ja. Schöne Sümmchen, mit denen die Jesuiten sich da rumschlagen, ne? Ja, für 100.000 Dukaten hättest du jetzt 20,3 Millionen Herbsthühner kaufen können. Ich bin Veganer, ich brauche so viele Hühner nicht. Genau, gut, dann hättest du dafür dann halt 8 Millionen Pfund Reis kaufen können. Gut. Ja, okay,
Das ist Ja, aber auf jeden Fall, ich fand es mal interessant zu sehen, dass es da wirklich um die horrenden Summen geht, die auch erwirtschaftet haben oder sich halt eingeleibt haben, nennt man das so, ja. einverleibt, ja. Einverleibt haben, ja, genau. Das ist ja mal ganz interessant, auch mal so ein bisschen so ein Faible, ein bisschen so ein Feeling zu bekommen, um welche Summen es da geht. Dem stimme ich zu. Danke für deine Untersuchung während meiner Lesung da, dass du das da Ja. zeitgerecht mit anbringen kannst. Mhm. Gut, dann bringen wir das damit mal zum Abschluss heute. Michael, danke schön, dass du dabei warst und auch danke schön für deine Beiträge. Und wie gesagt, den aufmerksamen Zuhörer oder Zuschauer kann ich nur anraten, seine eigenen Untersuchungen anzustellen. Und ich sehe nicht ein, warum ich mit einem anderen Satz als sonst enden sollte. Beginnt mit euren Forschungen immer im Buch der Bibel, im Wort Gottes. Die einzige Wahrheit, die wir auf dieser Welt noch haben. Die wirkliche, wirkliche Wahrheit. Die der Teufel nicht will, dass wir sie rausfinden. Genau deswegen sorgt er dafür, dass wir von der Bibel abgelenkt werden. Deswegen sorgt er dafür, dass er falsche Bibeln in Umlauf bringt. Deswegen sorgt er dafür, dass die Bibel diskreditiert wird und dass die meisten Leute sich an den Kopf schlagen und sagen von, oh, wie kannst du so blöd sein, die Bibel zu lesen und der Bibel zu glauben? Die ist doch so und so schlecht und so weiter und so weiter und so weiter. Nur in der Bibel lernen wir unseren Gott kennen. Und nur wenn wir unseren Gott kennen, dann können wir auch fröhlich ihm dienen. Und darum dient es. Und dieses Dienen werde ich jetzt gleich fortfahren, weil, wie gesagt, wir haben jetzt schon 8:45 am Sabbatabend. Und am Sabbat, wie auch an anderen Tagen, diene ich meinem Herrn. Und jedem anderen wünsche ich noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Lesung. Lest eure Bibel. Maranatha.